Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Review bei mir auf dem Kanal. Heute mit einer Black Series 6-Inch Figur meiner zweiten, ich wollte gerade sagen, meiner ersten großen Hasbro-Figur. Nein, das ist schon die zweite. Und zwar die erste war der Boba Fett mit dem Han in Carbonit. Hatte ich, glaube ich, schon mal erwähnt. Und das ist jetzt der Scarif Stormtrooper, die Nummer 28 von den Black Series Figuren. Die Packung sieht ja, ich kenne ja bislang immer die kleinen, also ich kenne die schon, habe die Packung jetzt schon mal gesehen, aber so gesehen noch nicht in meinen eigenen vier Wänden in der Hand gehalten. Sieht aber nett aus, eigentlich so die gleiche Aufmachung, wie ich sie halt von den Kleinen kennen, obwohl die Kleinen ja nachgemacht sind, den Großen jetzt angepasst wurden. Habe ich jetzt keinen zum Vergleich da. Vergleich dann, wenn auch dann der Scarif Stormtrooper im 3,75-Inch Maßstab dann hier eingetroffen ist. Irgendwann, ich glaube, er ist noch nicht mehr draußen. Zumindest habe ich noch keinen gesehen im Netz. Der Scarif Stormtrooper, das ist jetzt die normale Version. Es gibt dann noch die Walmart Version, das ist dann der normale und das ist jetzt der Squad Leader und es gibt, nein, gibt es noch nicht, gegebenenfalls soll es nochmal einen Captain geben und zwar wurden die zusammen dann auf der, ich meine es war die San Diego Comic Con, da wurden nämlich die drei vorgestellt, das heißt auf so einem Chart wurden die gezeigt, das heißt also der einmal die Walmart-Version, also der normale Scarif Stormtrooper, dann der Squad Leader und der Captain war da auch mit abgebildet. Wer weiß, als was für ein Exclusive der dann wieder rauskommt oder ob er als reguläre Figur kommt oder in irgendeinem Multi-Pack kommt, wäre natürlich für mich doof. Ich will jetzt möchte ja eigentlich bloß die Scarif Stormtrooper haben, aber gut, den sauren Apfel müsste ich dann beißen. So, weiter. Hier, zack, Rückseite. Sieht dann halt so aus. Was interessiert eigentlich? Das ist ja sowieso kein, was ich denke. Ne? Ziehst du mal wieder in Länge. Steht das dann hinten auch in Deutsch drauf? Es steht in Englisch, Französisch, Spanisch und Portugiesisch. Okay, ist ein Import. Ist also nicht die europäische Variante. Ich habe es ja zwar jetzt hier in Deutschland gekauft, aber gibt es hier scheinbar noch nicht. Ich wusste jetzt gar nicht. Denn, wie gesagt, das ist jetzt nicht mein Gebiet, eigentlich die Black Series Großfiguren, sondern halt nur die 3,75er. So. Ich bin mal gespannt, wie die sich denn so dann verhalten. Auf jeden Fall schon mal eine ganz andere Liga. Bams. Gut, mit dem Blister, das kenne ich ja nur auch. Von den Kleinen, nichts anderes, aber da hat man schon was in der Hand. Ich kann schon nachvollziehen, warum so viele Leute halt auf die großen, auf die 6-Incher halt abfahren. Oh, gut reingepresst. Jetzt den Blister nicht unbedingt ruinieren. Da soll er eventuell wieder rein, aber ich habe ihn schon hier eingeknickt. Naja, ich will die auch nicht wieder verkaufen. Erstmal nicht. Überhaupt nicht. Eigentlich nicht. Wow. Schon sehr cool. Die passen. Ich sollte jetzt auf die Sixer umsteigen, weil die stehen hier wenigstens ohne Probleme. Die stehen auch auf meinem wackeligen Tisch. Das ist also überhaupt kein Problem. Das ist auch schon eine ganz andere Gewichtung. Die sind schon sehr, sehr cool. Also was mich bislang auch manchmal gestört hat, oder bei den ersten, dass die Gesichter nicht wirklich prall waren. Fällt bei den Kleinen, bei den 4-Inchern, also bei den 10 cm, bei den 3,75ern, nicht unbedingt ins Gewicht, wenn die Gesichter nicht so richtig passend sind. Bei den Großen, fand ich, fällt es dann doch schon auf. Der Luke sah nicht unbedingt aus wie Luke. Han, der sah auch mehr aus wie...
ich weiß es nicht, annähernd schon irgendwie, aber so richtig war das nichts, um jetzt in diese Größe zu investieren, obwohl das natürlich sehr geil ist mit den ganzen Gelenken, die sind wichsen dann stabil. Also ich bin jetzt immer bloß gewohnt, 5 Poas zu zählen. Jetzt zähle ich mal ein bisschen mehr hier. Drehgelenk, Kugel, hat aber auch hier noch so ein zweites Kopfgelenk da drin. Wo das die Kugel ist, aber er kann dann den Kopf dann noch so ein bisschen nach vorne neigen. Da haben wir da 1, 2, 3, dann hier 4, Hände, 5, 6, 7, 8. Schon mal sehr geil. 9, 10, 11, 12, 13. Das sind die Knie, das sind ja bei denen hier die doppelten Gelenke, aber das sehe ich jetzt mal als 1. Und noch 2, jetzt habe ich mich verzählt, aber es ist halt eine Menge. Ich glaube, 15 sind das. Ich bin mal gespannt, ich mache nachher mal eine kleine Pause zum Posen. Ah ne, hier oben hat er auch noch welche im Oberschenkel. Da sitzen ja, glaube ich, auch noch 2 drin, oder? Die sich drehen lassen. Nee, die drehen sich halt nicht. Aber das fixen dann was zum Spielen. Ja, geht ein bisschen schwer, aber nee, läuft. Gucken das andere Gelenk. Kommt das mit? Das kommt jetzt mit. Ah, okay. Das finde ich auch ein bisschen komisch. Das sieht dann doch schon ein bisschen fies aus, weil das Knie dann so aufbricht. Wenn man das Knie dann halt zu weit öffnet. Aber so geht das zum Beispiel schon mal ganz gut. Ich weiß gar nicht, wie ich den posen soll. Hinten auch das Karma, das lässt sich ganz gut nach hinten klappen. Auch sehr schön. Also für die großen Figuren, für die kleinen wäre es dann fast schon wieder zu dick. Für die großen ist es optimal. Aber das Geile ist halt, dass die auch die Waffen richtig halten. Boah, ich finde gerade Gefallen an denen, aber... Nee, ich denke mal, das ist schon ganz okay, wenn ich jetzt nur auf die erstmal nur mich auf den Scarif Stormtrooper bzw. auf den Short Trooper halt fixiere. Fokussiere. Deswegen heißt der Fokus. Mal schauen, hier Hand, den an die Hand zu geben. Läuft der irgendwie. So, vielleicht so. Ja, da freue ich mich auch schon drauf, wenn der 3.75er rauskommt. Allerdings dann ist das ja beim 3.75er ist es ja dann der normale. Ich glaube, da kann ich hinstellen und es müsste eigentlich dann immer noch drauf sein. Ist das schon geil. Ist also schon sehr, sehr geil. Ich hole mal kurz den kleinen dazu. Wo habe ich denn den kleinen? Hier, Schnitt, Blende. So. Nur mal so als kleiner Direktvergleich. Hallo. Also schon, ja, nice. Very, very nice. Obwohl der Kleine echt von der Bemalung auch schon sehr, sehr cool war. Aber halt 5 Poa, aber ansonsten von der Statur finde ich den halt auch schon sehr schick. Und das ist natürlich jetzt eine ganz, ganz andere Liga. Aber schauen wir uns den Großen mal an. Ich mache es mal so, wie ich es bei den Kleinen halt auch mache. Cooles Weathering am Helm. Und der Druck ist bei der Figur eigentlich okay. Ja doch, sieht gut aus am Helm. Auch diese Abnutzungsspuren, das finde ich auch das Geniale halt irgendwie. Sehr schöne Details. Ah, die Schienbeinschoner, also die finde ich schon schön detailliert. Aber sonst so, mit seitlich, geiles Blau und das Rot dann dazu. Markierung auf das Gelbe, aber schön aufgedruckt. Aber von den Strukturen treffen sie das eigentlich auch mal ganz gut bei den, selbst bei den 5 Poas. Also vom Details her sind die auch schon sehr,
sehr cool, aber hier ist es halt einfach dieses das Große. Und damit ein Diorama aufzubauen, das ist schon fein, ne? Aber na gut, bei Star Wars soll man nicht übers Geld reden, das hat man oder hat es nicht. Ist leider schon immer ein teures Hobby gewesen, aber was soll's. So, ich pause jetzt noch mal ein bisschen. Gucken, ob ich den hier auch irgendwie. Ich den da vielleicht irgendwie so hin, dass man. Wie weit ich das Bein nach hinten knicken kann. Gar nicht. Kann ich das Bein nicht nach hinten machen? Das ist ja doof. Hallo? Vorne? Hallo? Und das Oberschenkel. Der Oberschenkel kann man doch drehen. Dass ich das Bein so richtig nach hinten macht, das geht leider nicht. Also jetzt so eine kniende. Fußabbrecher. Da kann ich leider wohl nicht drehen hier. Das ist nicht ganz. Das sieht aber gar nicht gut aus. Mist, die wollten jetzt eigentlich so ein bisschen in eine Knieposition, aber da muss ich halt noch üben mit den 6-Inchern. Da will ich jetzt nicht irgendwie großartig rum. Rumwuchsen. Das sieht auch schon irgendwie. Muss mich erstmal an die Gelenkpunkte so ein bisschen, muss ich sagen, gewöhnen. Oh, jetzt weht er. Oh, da ist ihm Wind entfahren scheinbar. Ansonsten. Doch, nett. Ohne Frage. Ganz. Nett. Ja, wieder ein Neuzugang. Es kommen ja noch weitere. Und ich hatte es ja in dem einen, in der einen Antwort hatte ich es schon mal reingeschrieben. Wird jetzt nicht großartig hier gelesen haben. Es kommen ja im nächsten Jahr, 2017, im Frühjahr, kommen noch von, wo wir auch schon Tickischer Freude, einmal von Cotobukia. Oder Cotobukia. Die Shawtrooper bzw. Scarif Stormtrooper raus und auch von Sideshow. Und das ist natürlich dann eine Sache, denn im Y-Wing-Bereich, mein Hauptfokus, wo ich ja wirklich auch alles, was mit Y-Wings zu tun hat, Piloten, auf Trading Cards, also alles quasi, Zinnfiguren, allen möglichen Gedöns, was im Merchandise halt vorkam. Nur es gibt halt keine Y-Wing-Piloten von Sideshow, dann in der 6-Inch Hasbro-Reihe gibt es noch keine. Von Koto gibt es keine. Und vielleicht auch deswegen der Fokus. Also einmal, weil mir der Short Trooper auch verdammt gut gefällt. Und denkt man so auch als ja, Ersatz halt oder als Erweiterung, um endlich mal einen Grund zu haben, mir auch Figuren der 6-Incher TBS-Reihe und von Sideshow und Koto etc. Hot Toys Figuren dann auch zuzulegen, um da auch mal ein bisschen mitzuspielen in der Liga. Quasi. War bislang ein bisschen hinderlich. Ich wusste nicht genau immer, welche ich nehmen soll. Jetzt weiß ich es und ich denke mal, das wird auch ganz interessant werden, einen Shelf zu haben, wo dann Short Hooper wirklich in allen möglichen Varianten von wirklich Lego bis Sideshow oder wer weiß, was dann noch kommen wird, halt dann nebeneinander stehen. Dann erstmal vielen Dank fürs Reinschalten, fürs Interesse zeigen und ja, bis zum nächsten Mal bei einem neuen Review. Bis dann, schönen Abend, guten Morgen oder gute Nacht, je nachdem, wann ihr schaut. Bis zum nächsten Mal, tschüss.